Leute, ich suche schon seit längerem nach einem Kamerawagen, ein kleiner Schlitten, der über eine Schiene oder ähnliches die GoPro-Kamera befördern kann, sodass man in einem Zeitraffer-Video eine Sequenz hat, die von einer Seite zur anderen durchläuft. Alle sämtliche Stativwagen und Kameraschlitten, die man kaufen kann, sind unheimlich teuer. Deswegen habe ich mich herangesetzt und habe mir was Eigenes gebaut. Vielleicht habt ihr auch Lust darauf, euch mal hinzusetzen und sowas zu bauen. Man wird wieder ein bisschen zum Kind. Also viel Spaß damit. Am Ende zeige ich euch, wie das Ergebnis dann aussieht. Das ist mein selbstgebauter Kamerawagen. Ich habe einfach aus Lego Technik mir sowas zusammengebaut, habe verschiedene Zahnräder in zwei Reihen angeordnet. Man kann also hier dann die verschiedene Abstufung sehen. Habe immer wieder von links nach rechts übersetzt und dabei versucht, von einem möglichst kleinen Zahnrad auf ein großes zu kommen, um den Schlitten sehr, sehr langsam zu machen. Hier ist das Batteriefach. Das Ganze ist über Kopf gebaut, damit ich oben eine glatte Fläche habe. Man kann es natürlich auch anders gestalten. Und hier drunter kann man dann das Gerät einschalten in beide Richtungen. Man muss eine Markierung machen, in meinem Fall, weil der sehr langsam fährt. Und so hört er sich an. Und so sieht das Ganze aus. Und natürlich kann man ihn auch in beide Richtungen steuern. Entgegen der Kritiker hat der Akku doch sehr, oder die Batterien haben sehr lange gehalten. Man kann die Batterien ja auch austauschen. Aber für Kamerafahrten reicht es über Stunden und es kommt ja auch auf die Übersetzung an, was man damit machen will. Vielleicht habe ich euch damit eine kleine Anregung gegeben. Viel Spaß beim Nachbauen und postet mal eure Videos dazu. Viel Spaß, ciao.